Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen Sarah und ich die erste Etappe des Saar-Blies-Weges. Er geht von Saarbrücken am Homburg bis nach Elversberg. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese 15 Kilometer so sind, dann bleibt dran. Gerade eine kleine Pause gemacht und leckeren Kuchen von unserer Hausmitbewohnerin gegessen. Er war sehr, sehr lecker. Dafür Daumen hoch. Und vielen Dank an Rita. So, noch eine kleine Anekdote. Wenn man eine Etappenwanderung macht und mit zwei Autos fährt, das eine an das Ziel stellt und das andere an den Start, sollte man den einen Schlüssel definitiv mitnehmen. Sonst hat man einen doppelten Weg. Wäre uns fast passiert. Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour ist auf jeden Fall für Anfänger geeignet, da der Weg überwiegend über breite Wege führt. Highlight dieser Tour ist die Natur selbst. Wenn euch diese Tour gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Schieß mal los. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die erste Etappe des Saarland-Rundwanderwegs. Gleich kommen wir schon wieder am Auto an. Es sind...